herzlich willkommen. Wir spielen weiter mit unserem Priesterdeck. Ihr seht, es ist jetzt auch direkt hier auf der linken Seite schon direkt angezeigt. Das heißt, ihr könnt es direkt abschreiben, wenn es euch interessiert. Oder wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die auch unten in die Kommentare reinschreiben. Gut. Anduin gegen Valera. Dann. Seid auf der Höhe. Das Licht wird den Sieg bringen. Bringt uns gar nichts hier, weil wir am Anfang haben, hätten wir nachher gern. Das ist alles irgendwie Schrott. Die Freude ist ganz meinerseits. Grüße. So. Ich was wir von ihr nehmen. Ah! Sehr schön. Können wir nichts weiter machen? Habe ich Priesterin? Die hätte ich auch bei der ersten Runde spielen können. Lass die Schmerzen sprechen. Gegen den nichts machen kann. Bitte entschuldigt bitte die Töne an der Seite. Ich schalte mal die Klänge aus. Irgendwie werde ich hier gerade jetzt angechattet, was doch ein bisschen schwierig ist. Geht direkt drauf. Hat noch drei und überlegt, ob sie was spielen soll. Und macht. Gut, perfekt. Dann. Ist jemand verletzt? Hier einmal. Mehr Schmerzen. Überlegt nochmal. Hier recht viel. Es scheint wohl eines dieser typischen Decks zu sein, die komplett auf wieder eine Priesterin. Mehr Schmerzen. Aber irgendwie haben wir unsere Verstärkungszauber noch gar nicht bekommen. Liegen die heute so weit? Jetzt wäre es natürlich blöd, wenn sie irgendwas hat. So viele Möglichkeiten. Ja. Ist natürlich praktisch, das heißt, wenn wir jetzt in unseren Runden für den König ist jemand verletzt? So. Für ihn. Das war's. Das Spiel geht weiter. Hiermit können wir natürlich jetzt schön ihn halt eben auch ein bisschen anbuffen. Hm.
Aber irgendwie scheint sie entweder zum Sammeln für eine Riesen-Kombo. Gut. Der gesichtslose Manipulator. Den können wir entweder hier mit wegnehmen. Dann spielen wir hier 2, 3. Heilen uns wieder hoch. Beziehungsweise ihn hoch. Passt. Ich frage mich, ob... Und jetzt noch vernichtet einen... Das ist ja richtig passiert. ich möchte mit ihr arbeiten. Das heißt, wir spielen... Eins drauf, zwei Schaden... Passt. Sofort! Einmal. Und wir setzen... Zu riskant. Ich frage mich, ob... Immer noch unsere Rausnehmer. Wir haben 4 Möglichkeiten, eine hohe Karte wegzuspielen. Ich frage mich, ob... Und jetzt rechnet sie wahrscheinlich schon Kombos aus, was sie machen wird. Was kommt? Einmal hier. Ich muss die Karte jetzt wegnehmen, weil sonst weiß sie, dass ich sie heilen werde. Hui. Ich hätte fest damit gerechnet, dass hier ne... Die Tore sind geöffnet. Sofort. So, es steht 22 zu 28. Beziehungsweise 28 zu 22. Was gut ist. Die Goku. Das können wir natürlich gemeinsam um 12 reinhauen. Na, und jetzt haut sie ihn noch weg. Oh. Irgendwann gehen uns jetzt echt langsam die Karten aus. Jetzt müssen wir hier schon anfangen, so zum... Zum Verdoppeln. In Runde 8. Oh mein Gott, ist das peinlich. Das sollte ich mir gründen. Benötige ich dir einen See? So. Lass die Schmerzen sprechen. Der gute Akolyt. Ich brauche einen Diener. Was haben wir denn noch? Lass die Schmerzen sprechen. Zweimal Akolyt. Schilde hoch! Okay, das ist jetzt auch eine Kombination, die man so nicht oft erwartet. Jetzt haben
haben hier eins, wir haben hier drei. Die Karte kommt gleich. Die kommt rein. Hier sind zwei Schaden, mehr hier Training. Kann nur eins. Die hier raus. Das war's. Und haben elf Schaden. Ja. Passt. Und sie bufft natürlich schön. Schaden. Hier zwei, da drüber nochmal zwei, damit kriegt sie sie weg, aber kriegt natürlich fünf Schaden rein. So viele Möglichkeiten. War natürlich jetzt blöd, weil sie weiß jetzt natürlich, oder sie muss jetzt natürlich damit rechnen, dass ich die Karte hier zum einen heile. Mein Feendrachen raus. Und dann 10 Schaden rein, 11 Schaden reinbekommt. Kann ich diese Aktion kann ich nicht spielen? Ausführen. Nein, kann ich nicht spielen. So, unser Feendrache wurde gebufft, das ist schön, das heißt, den kriegt sie nicht direkt weg. Und es liegen jetzt hier natürlich wunderschöne 14 Schaden. Boah. Na, okay, das ist absolut blöd. Jetzt kann sie sich überlegen, aber sie wird wahrscheinlich auf die Priesterin gehen. Da sind drei, da sind zwei. Die Kopfnuss. Gleich weghauen. Da ist zu wenig da. Erhöht auf 5. Und nochmal fügt bei allen einen Schaden zu, oder? Jetzt kommt's nochmal. Macht sie. Dies ist unsere Stadt. Haut ab. Dies ist unsere Stadt. Haut ab. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Bringt gar nichts. Wir haben noch Matchball. Haut alles raus und wir haben gewonnen. Okay. Ja, nettes Spiel haben wir schon mal, obwohl wir am Anfang echt schlechte Karten und eigentlich die ich wollte oder die ich mit Waffen bekommen habe, konnten wir damit trotzdem gewinnen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, schreibt diese bitte in die Kommentare. Stick findet ihr hier an der Seite. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.